Und willkommen zurück bei Minecraft. Uah. Mitten in dieser Nacht. Scheiße. Wo geht's hier lang? Wo sind die Monster, die mich umbringen wollen? Ich suche jetzt einfach mal nach ihnen. Und lauf ein bisschen rum. Oder auch nicht. Ach, das leckt gerade ein bisschen bei mir. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich wieder ein paar technische Schwierigkeiten. Ich versuche es zu fixen. Bis gleich. Okay, ich glaube, es muss wieder gehen. Oder auch nicht. Und ich glaube, es geht nicht besser. Naja, egal. Gehen wir einfach mal weiter. Holen Sie mal das Sugarcane mit. Das schaut uns hier so lächelnd an. Okay, ich glaube, ich gehe mal ein bisschen Monster jagen. Es kann ja nicht schaden, ne? Monster jagen ist immer gut. Blub, 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 ich sticke. Nehmen wir uns mal diesen Zombie davor. Okay, ist ganz schön die Bude da vorne. Da scheint auch schon die passende Musik. Jetzt legen wir uns mit ein paar Monstern an. Oh, Creeper. Komm her, ich will euer Fleisch fressen. Ah! Komm her. Weichei. Hab dich. So, noch jemand, der meinen Schwert küssen möchte? Du? Okay. Hoffentlich kommt der Creeper da jetzt nicht her. Ich werde dich auch so... Na, jetzt komm her. Na, habt ihr dich. Perfekt. Und ich habe euch gesagt, ich werde euer Fleisch fressen. Bitteschön. Jetzt bin ich zwar vergiftet, aber ist mir egal. Ich esse einfach ein weiteres Fleisch. So, ich glaube, die Sonne. Ja, das ist die Sonne. Genau, merkt euch das fürs Leben. Das ist die Sonne. Und das, was hier gerade auftaucht, das ist der Mond. Merken. Mond. Sonne. Mond, Sonne. Versteht ihr? Okay. So, ich würde sagen, wir nehmen uns noch diesen Creeper hier vor. Creeper! Ich glaube, der hört nicht auf mich. Komm her! Wow, nein, die Spinne, geh weg! Ich will nicht mit dir spielen! Nein! Nicht du, nicht du, nicht du! Geh weg! Hier im Wasser sind wir hoffentlich sicher. Viel sicherer ist auch... Viel sicherer ist bei unserer Insel hier drüber. Was macht man denn jetzt? Wir sind ja immer noch auf dieser Insel gefangen, weil wir nicht wissen, wie es heimgeht. Und ja, wir müssen ja schnell, wie es geht, heimfinden, sonst wird dieses Let's Play... Oh, Skelett! Sonst wird dieses Let's Play noch sehr langweilig und wir kommen nicht weiter mit dem Bauen. Also ich glaube, ich werde mich doch wohl notkillen müssen. Das war Skelett. Ah, doch nicht so! Zickig. Zickiges Skelett. Aber hier muss noch ein zweites sein, glaube ich. Hm. Hallo, ist hier noch ein zweites Skelett irgendwo? Ja, da ist ein Skelett. Seht ihr diesen grünen, pelzigen... Okay. Vorschlag, ich werde mich jetzt notkillen. Aus dem Grund, weil, ja, ich nicht den Weg heimfinde. Tut mir leid, ich wollte darauf zwar nicht zugreifen, aber mir bleibt keine andere Wahl. Wir legen noch zuvor noch alle Sachen ab und dann kehren wir zurück in unsere alte Welt. So. Jetzt hat es zwar wahrscheinlich auch mein Maus getippt und ich glaube, die Musik ist ein bisschen laut. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen tauchen. Blub, blub, blub. So, ich bin Thaddäus. Blub, blub. Thaddäus. Ich bin ein Tintenfisch. Oh, oh, oh. Verdammt, ich habe noch meinen Helm. Naja. Autsch. Wir sind wieder da. Zu Hause. Bei unserer Welt. Wer bist du denn? Napoleon Bonaparte. Oh, du Schleimer. Wer hat da seinen Schleimball hier liegen gelassen? Naja.
Ach, unsere Sachen sind auch... Okay. Gut, dann nehmen wir mal wieder unsere Sachen mit und bauen wie gewohnt weiter. Wir wollen ja eine Höhlenerkundung machen, habe ich mir vorgenommen. Ich werde sie in diesem Part vorbereiten und dann werden wir sie im nächsten Part starten. Also, Deutschlandflagge immer noch aus der EM 2012. Jetzt haben wir ja 2013 mittlerweile. Frohes neues Jahr euch allen übrigens noch. Und auch Leck grüßt mich, also Fraps meine ich, grüßt uns im neuen Jahr. Ja, ja, Fraps, wir wissen, du freust dich, dass 2013 ist und dass du jetzt schön viel lecken musst und mich am Arsch lecken willst. Aber jetzt hör auf zu lecken, Mensch. Fraps ist irgendwie schwul, er will mich dauernd am Arsch lecken. Ein FPS. Okay, Fraps, du hast mich genug am Arsch geleckt. So, einfach Fraps Aufnahme wieder neu starten, dann müsste es, glaube ich, wieder gehen. Hoffe ich zumindest. Ach, ich hasse Fraps. Dabei habe ich mir vorgenommen, nicht mehr mit Fraps aufzunehmen, aber es gibt kein anderes gratis Programm außer Fraps. Fragt sich nur, warum. Ich glaube, wir können uns ein paar Kekse machen, oder? Wollen wir uns ein paar Kekse machen? Ja, ne? Machen wir uns ein paar Kekse. So, hier ein paar neue Getreidestängel. Damit können wir auch die Tiere neu paaren. Ich glaube, das wäre das Bessere, als ein paar neue Kekse zu kraften. Ich kann so nicht spielen, wenn es laggt. Ganz ehrlich, Leute. Fraps, du hältst jetzt die Fresse und hörst auf, mich zu nerven. Fraps ist wie eine Nutte. Er will mich dauernd am Arsch lecken. Oh! Jetzt werde ich hier total vulgär. Wegen Fraps. Nicht der Hund. Der magische Hund. Der magische Hund. Okay, ich singe hier irgendwie viel zu oft. Gut, Aufnahme gerade wieder ein bisschen neu gestartet. Aber es zeigt keine Veränderung. Ich kann so nicht spielen, Leute, wenn es so laggt. Egal, ich spiele jetzt einfach weiter. Egal, ob es laggt oder nicht. Ich ignoriere es jetzt einfach. Fraps will doch nur, dass ich mich da aufrege. Ich zock jetzt einfach so. Weiter, so. Ja, wir brauchen neue Kühe, stimmt ja. Wir haben ja ein paar geschlachtet. So, du passt dich mal mit dem hier. Ja, mu. Wer schnauft mich da an? Was wollt ihr von mir? Ich will nichts von euch. Ah. Ich gehe jetzt besser, bevor ich hier noch irgendwie falsch mit reinkomme. Was machen wir jetzt? Ach ja, wir wollten ja, genau. Okay, für eine Höhlenerkundung brauchen wir auf jeden Fall Holz. Schauen wir erstmal nach, ob wir Holz haben. Ach ja, wir brauchen ein neues Schwert. Stimmt, wir haben unser Schwert liegen gelassen. Und ich habe hier vergessen, die Sachen hier hin zu platzieren, die wir hier reinstellen können. Ich nehme hier mal Kies rein, mit und tue es dann einfach mal hier hin. Zack. Erze, da kann ich einfach mal einen Diamanten nehmen, den wir nicht haben. Da nehme ich einfach mal Eisen. Oder machen wir Eisen erst. Es sieht besser aus, glaube ich. Und wir, glaube ich, nehmen noch zwei mit für ein neues Schwert und so, ja. Und platzieren es einfach mal dort. Hä? Ich höre eine Kuh. Wo ist jetzt der Rahmen hin? Er ist verschwunden. Ich glaube, ich sollte diese Dinger hier wegmachen. Vor diesem Rahmen, sonst... ja, sonst glaube ich, zerstören sie damit die Rahmen. Ja, die haben da, der Rahmen, der ist gerade verschwunden aus irgendeinem ominösen Grund. So NPC-Zeugs nehme ich da einfach meinen Knochen mit. Das sieht so, das erkennt man sofort. Zack, ein Knochen. Bauzeugs nehmen wir hier einfach mal eine Treppe mit, eine Steinziegeltreppe von mir aus. So, dann lagern wir das Ganze wieder rein. Das Eisenerz nicht. Gut, hier ist nichts. Und ja, gut, sieht eigentlich ganz gut aus, oder? Was meint ihr? Ja, mu, den Kühen gefällt's auch. Warum leckt es so? Ich glaube, ich tue mal die Rennen, sonst ist ein bisschen senken.
Grafikeinstellungen, Sichtweite mache ich mal auf normal, dann müsste ich mir so lecken, hoffe ich zumindest. So, mal schauen, ob es irgendwas bringt. Ja, jetzt muss er das Ganze neu generieren aus irgendeinem Grund, den ich mir nicht erklären kann. So, sammeln wir mal ein bisschen Holz jetzt, ja? Zack. Ach, die Textur vom Buch und Feder sieht ja cool aus. So, aus dem Weg, ihr Tiere, geht weg. Ich wollte schon Schweine sagen, aber das ist nur nicht ganz komplett. Da sind ja auch noch ein paar Kühe und so da. Also es hat keine Veränderung gezeigt irgendwie. Wisst ihr was, ich versuche das jetzt irgendwie zu verbessern. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, geht's jetzt? Ja, es geht schon ein bisschen besser. Ich habe jetzt hier ein bisschen das verändert. Es läuft ein bisschen besser. Es läuft statt 9 FPS mit 14 FPS. Eine Steigerung von, ja, 60%, glaube ich, keine Ahnung. Hä? Habe ich da gerade ein... Ich habe da gerade ein Pferd gehört irgendwie, keine Ahnung. Unter der Erde? Jetzt läuft es wieder mit 9 FPS. Schnauze, du scheiß Zombie. Scheiß Fraps. Ich verfluche dich, Fraps. Weißt du das? Du versaust mir meine ganzen Let's Plays. Okay, nochmal. So, ich habe jetzt das Texture Pack rausgenommen. Und ob es die Veränderung zeigt, kann ich nicht sagen. Ja, es scheint besser zu laufen ohne Texture Pack. Was für ein Zufall aber auch. Oder auch nicht. Okay, wisst ihr was, dann machen wir in diesem Part einfach mal einen Fraps-Fix-Part. So, jetzt müsste es aber besser gehen, mit einer kleineren Auflösung. Ja, das tut's auch, jetzt läuft es viel besser, ich glaube, da kann ich das Texture-Pack auch gleich wieder reinmachen. Dafür ist es, glaube ich, nicht mehr so detailliert angezeigt. Wahrscheinlich werde ich beim Rendern wieder ein paar Probleme haben, aber naja, da kann ich es halt nicht ändern. Jetzt tun wir erstmal das Texture-Pack wieder rein. So, jetzt sag mal ganz normal weiter. Und zwar fangen wir jetzt damit an, erst Holz sammeln. Ich hoffe, ich kann das jetzt richtig gescheit rendern, weil jetzt läuft das Ganze mit einer niedrigeren Auflösung. Aber wenn das mit einer niedrigeren Auflösung ist, dann habe ich Probleme mit dem Rendern, weil da tut Camtasia manchmal mir den Luxus, gönnt sich Camtasia manchmal den Luxus und tut das Video frühzeitig mit dem Rendern abbrechen und dann ist das Video kürzer, als eigentlich es sein sollte. Sonst haben wir uns ganz schnell Holz mit. Ja, ist ja gut. Ich weiß, dir geht Fraps auch auf den Sack. Ja, ich weiß. Moment, wir haben rohes... Verdammt, wir haben kein rohes Fleisch. Ich meine nicht rohes Fleisch, sondern verrottetes Fleisch, das wir den Hunden geben können. Aber das liegt ja am Arsch der Welt. Hör ein Slime. Hört ihr ihn auch? Und ein Zombie. Aha, da ist er. Hab dich entdeckt. Ja, jetzt bist du wohl nicht mehr so laut, was? Na komm! Ich hab noch nie einen Slime gekillt. Ja los, Fifi, holen dir! Oh, es wird Nacht, 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 es wird Nacht. Es wird Nacht, 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 es wird Nacht. Schnell. Nein! Okay, Nacht ist vorbei. Ach, die Musik, die gefällt mir richtig gut. Habe ich, glaube ich, eine schöne Playlist erstellt. Ist das Slime immer noch da? Hey, ach, er hat sich geteilt. Okay.
Da hat Fifi wohl ganze Arbeit geleistet. Ach ja, wir müssen ja auch noch ein paar neue Sepplinge langsam mal wieder pflanzen. Hier ist langsam eine kahle Landschaft. Da müssen wir in Höhenerkundungen doppelt aufpassen. Weil ja jetzt das Slimes und Hexen in Sumpfbionen spawnen. Also diese Höhenerkundung wird nicht mehr so leicht wie damals, als wir schon als wir damals ganz kurz in der Höhle drin waren für nur 3 Parts. Normalerweise sollte man länger in der Höhle drin bleiben. Aber für meine Verhältnisse war es damals viel zu krass. Weil ich ja so ein Schisser bin. Was ich ja damals, was ich ja jetzt eigentlich auch immer noch bin, in Höhlen zumindest. So, hier mache ich mir spontan eine Werkbank. Okay. Werkband. Habe ich gerade Werkbank? Oder Werkband. Ach, da habe ich richtig eine schöne Playlist ausgesucht. Der Kevin, der hat mal wieder eine Playlist ausgesucht. Richtig schöne. Ich glaube, zu der werde ich sehr oft singen, zu der Musik. Diese Playlist ist schön, so eine schöne Playlist. Ich mag diese Musik von dieser Playlist. Ich sammle jetzt Holz ein für diese Höhlenerkundung. Und ja, genug gesungen, bevor ihr noch abschaltet. Gut, hier noch ein paar Sepplinge. Die platzieren wir hier ganz einfach hier. Ach ja, wir haben ja noch Knochenmehl. Das können wir ja noch gleich verwenden. Ganz einfach so. Wir sammeln jetzt ein bisschen Holz. Holz. Na los, Hund, holz dir. Ich meine, holz dir. Hä? Ah. Das hört sich ja wie Sand. Mit dem Abbauen, naja. Wie viel Holz wollen wir uns denn sammeln? Ich glaube, 2 Stacks müssten, glaube ich, ganz gut reichen. Und dann sind wir bereit für die Höhlenerkundung. Schleimwall. Hätte ich nicht erwartet, dass sie mir einen holen in diesem Let's Play. Aber ich konnte ja nicht wissen, dass Slimes ja in Sumpfbiomen spawnen. Ansonsten hätte ich mir einen anderen Ort gesucht für ein Haus. Aber naja, das können wir halt nicht ändern. Jetzt haben wir halt den Schlamassel. Wie ist die Sonne? Wie ist der Sonnenstand? Ja, die Sonne, die ist noch ganz fröhlich am Himmel. Und leistet uns Gesellschaft beim Holz sammeln. Oder wie jetzt auch gerade beim Blätter abbauen. Und der Hund auch. Nicht wahr? Nicht wahr? Ja! Ja, hier noch ein paar Blumen hinpflanzen, so. So, ein paar Blümchen. Da freut sich der Hund. Ja, ich weiß. Ich glaube, das können wir bei unseren Tieren noch hin platzieren, so ein paar schöne Blumen. Jetzt verwende ich hier lauter schöne Adjektive irgendwie, wie in einer verdammten Werbung, wo ständig Adjektive kommen. Kaufen Sie unser neuestes Produkt. Es ist das beste Produkt der Welt. Dank Calgon wird Ihre Waschmaschine nie kaputt. Weil Calgon sau schön ist und sehr preisgünstig und so. So ungefähr stelle ich mir eine klassische Werbung vor, wo viele Adjektive drin vorkommen. So, jetzt habt ihr doch schon eine schöne Wiese, ihr Tierchen. Jetzt fühlt ihr euch wahrscheinlich richtig heimisch. Ach ja, ich habe ja noch hier was für euch. Bitteschön, du, so. Ja, jetzt hört's auf. Ich weiß, Inzucht ist illegal, aber bei Tieren ist es nicht so. Es sind nämlich keine Menschen, so. Sonne, ja gut, sammeln wir noch ein bisschen weiteres Holz. Ich glaube, ich sollte mir eine neue Axt bauen. Am besten eine Eisenspitzhacke, am besten noch verzaubert, aber ich glaube, dafür brauchen wir noch die Erfahrung dafür. Ach, wir haben ja da was im Ofen, okay. Wahrscheinlich noch im letzten Part vor der Pause haben wir es uns wahrscheinlich noch rein. Rindfleisch. Das haben wir noch vom Kuhschlachten übrig. Ich glaube, damit machen wir uns ein paar neue Hunde.
Die werden sich freuen. Ich frage mich, wo unsere Katze eigentlich ist. Ach, da hinten ist sie. Oder ist das unsere Katze? Ja, ne? Mizi! Dieser Slime. Na komm her! Okay, du darfst... jetzt, ihr zwei macht mal schnell. Du und du. Und der Slime, der regt mich gerade irgendwie auf. Ach, du willst nicht? Doch, du willst. Ja, ich weiß. Okay, dann mach du mit dem hier. Sobald der aufgestanden ist. So. Ach, das gibt Erfahrungs... Ja, stimmt, habe ich ja schon im letzten Part... im vorletzten Part festgestellt. So, jetzt aber sitz. Sonst endet ihr wie die Hunde bei Gronkh, der immer sich... wo sie immer hin spawnen, wenn der Gronkh irgendwie angegriffen wird oder so. Ich schaue viel zu viel Gronkh, ich weiß. Und manchmal übernehme ich auch ein paar Sprüche von ihm, das gebe ich auch offen zu. Aber ich kann es mir nicht verkneifen. Oh, wir haben Hunger. Ja, es ist immer gut, ein paar Melonen bei sich zu tragen. So wird man nie verhungern. Also wenn ihr mal in der Wüste seid und Hunger habt, dann nehmt immer eine Melone mit. Ey, dieser Slime, der regt mich gerade richtig auf. Und dieses Skelett auch. Das hört sich so an wie, keine Ahnung. Wie letzte Nacht. Als ich Sex mit deiner Mutter habe. Ja. Mit den Slime Balls kann man doch auch irgendwie, irgendwie zum Brauen verwenden, glaube ich, ne? Stimmt doch, oder? Verdammt, ich habe keine Ahnung mehr vom Brauen, ich habe alles vergessen. Ich bin ja auch ganz braun im Gesicht. Ja? Ich glaube, wir müssen noch mehr im Musikzimmer irgendwie was bauen. Es kommt mir irgendwie so kahl vor hier drin. Ich meine, wir haben hier nur unsere Notenblöcke, die Geräusche machen wie... keine Ahnung. Hä? Ey, was hat sich der Vergangenheits-Kevin da gedacht? Ich weiß, den Spruch hat Gronkh auch, aber ich habe ihn schon vorher schon thematisiert irgendwann mal. Der ist also nicht geklaut, den habe ich selber auch ein wenig erfunden, teils eigen Produktion. Ich glaube, wir machen mal den Hintern heiß, ne? Big Head. Was schaust du mich so an, hä? Runter von meinem Ding, runter von meinem Braustand. Dafür habe ich mein Leben riskiert. Und du gehst auch runter von meiner Kiste. Ich kann die nicht öffnen, wenn du drauf sitzt. Ja genau, leg dich ins Bett. Lauter Katzen habe ich später dann. Warum kann ich die... Mizi? Ja, setz dich da einfach mal hin. Genau. Ach ja, Eisen wollte ich holen. Ich vergesse dauernd das, was wir machen wollen und komme immer irgendwie ab und mache irgendwie immer andere Sachen, die gar nichts mehr mit dem zu tun haben, was ich eigentlich vorhabe. Hey, in Minecraft gibt es so viele Möglichkeiten, da ist es sehr flexibel, was man machen kann. Und genau das ist der Grund, warum ich immer abkomme von dem, was ich eigentlich machen will. So, hier eine Eisenachse, aber ich glaube, wir sollten noch warten, bis es Nacht wird. Ja, bis wir wieder gepennt haben. Ich glaube, währenddessen können wir wieder ein bisschen Nahrung sammeln. Warum nicht mit Axt? Hm, geht nicht. Ist genauso lang. Mit dem Schwert vielleicht? Geht's damit schnell? Ach ja, wir brauchen ja noch ein Schwert. Stimmt ja. Naja, das können wir später noch machen. Vielleicht kann ich auch irgendwie noch ein paar Diamanten auftreiben. Mal schauen, falls ich irgendwo noch welche versteckt habe. Dann können wir uns ein Diamantenschwert vielleicht machen. Aber es ist eher unwahrscheinlich. Weil ich glaube, dass wir nicht so viele Diamanten haben. So, den nehme ich noch mit und dann heißt pennen. Also, gute Nacht, Mizi. Gute Nacht, Mizi.
Guten Tag, Missy. Ja, also geht doch. Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte. Das Französische Reich wird irgendwann mal wieder verstehen und ja, irgendwie, keine Ahnung. Ägyptische Musik. Okay. Ich gehe jetzt irgendwie Holz sammeln. Und ihr haltet jetzt eure Klappe. Ihr halt eure Klappe. Perfektes Deutsch. Wenn euer Lehrer sagt, ihr seid schlecht in Deutsch, dann sagt ihr diesen Satz. Was habe ich... Oh Gott, Amnesie. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Okay. Ihr halt eure Klappe, genau das war's. Wer war das? Wenn ich den finde, den knöpfe ich mir vor. Und reiße ihm die Gedärme aus seinem Hals. Naja, okay, bauen wir weiter. Was heißt, die bauen wir? Bauen? Was rede ich denn da für einen Stuss? Ja genau, wir bauen jetzt. Wir bauen jetzt gerade einen Baum, genau. Ein Bauenbaum. Ich glaube, zunächst sollten wir noch diese Holzaxt verbrauchen, damit wir hier einen weiteren Slot frei haben. Ach, das Spiel läuft gerade mit 63 Frames pro Sekunde, aber es läuft ja auch mit einer niedrigeren Auflösung. Ja, da bin ich jetzt nicht so begeistert von. Außer solche kleinen Sees. Naja gut, wir sind in einem Sumpfbiom, das ist ja natürlich. Und hier fängt schon das Tundra-Biom an. Hier gibt es keine Slimes. Ha, fickt euch, ihr Slimes! Hilfe, Slimes! Fickt euch, ihr Slimes! Hilfe! Fickt euch! Hilfe! Okay. Wollte ich auch mal machen, ein bisschen Glas zerstören. Ich komme immer von dem ab, was ich machen will. Ihr merkt es. Wahrscheinlich, weil Holz sammeln so langweilig ist und ich dann irgendwie wieder ein paar Themen einfallen lassen muss. Was wir dann bequatschen können und so, ja. Ich glaube, das Holz reicht auf keinen Fall, wir brauchen noch mehr. Wir brauchen mindestens zwei. Wenn wir eine gescheite Höhenerkundung machen wollen, dann brauchen wir mindestens zwei Stacks. Und ich halte jetzt meine Klappe und komme nicht mehr von dem ab, sondern ich, rede jetzt. Ich halte meine Klappe und rede jetzt. Toll. Ich glaube, wir quatschen jetzt mal ein bisschen. Übers ein kleines Smalltalk. Also immer wenn ich in der Straßenbahn zur Schule fahre, dann sehe ich, dass jeder dritte Mensch ein Handy mindestens in der Straßenbahn in der Hand hält oder besitzt. Sagen wir es mal so, besitzt. Ihr wisst es vielleicht nicht, aber ich habe selber gar kein Handy. Und weil ich keins brauche. Ich habe nicht so viele Freunde, deswegen brauche ich auch kein Handy. Und ja, die Frage ist jetzt, die stelle ich euch. Für was nutzt ihr euer Handy? Schreibt es doch mal in Kommentaren. Ja. Also, für was nutzt ihr euer Handy, wenn ihr zum Beispiel in der Straßenbahn seid? Also, ja, zocken, Musik hören vielleicht, kann ich mir vorstellen. Damit das Ganze nicht mehr so langweilig wird. Wird schon wieder Nacht, nee. Und ja, also ich habe kein Handy. Ich schaue immer aus dem Fenster und betrachte die Landschaft. Ich reise ja so gerne, besonders Straßenbahnreisen. Ja, Busreisen gefällt mir sogar noch mehr. Straßenbahnreisen ist irgendwie langweilig. Keine Ahnung. Langweiliger als Busfahren, sagen wir es mal so. Busfahren mag ich da noch mehr. So, hier noch ein bisschen Holz. Ich glaube, sollten wieder ein bisschen Saiblinge pflanzen. Hier, Eichensetzling. So. Asiatische Musik. Hören wir gerade aus Siedler 3. Oh, das habe ich früher gesuchtet wie ein Freak. Das habe ich damals von einem Klassenkameraden als Geburtstagsgeschenk bekommen. Und das habe ich dann so gesuchtet. Oh Gott. Ich glaube, das war in der 4. Klasse, glaube ich.
Ja, also wie gesagt, das habe ich dann total gesuchtet und war auch der totale Freak. Ich habe sogar von dem Spiel geträumt, also... Ich glaube, hier sollten wir noch ein bisschen Erde bauen, weil das Ganze mit dem Gravel, das sieht nicht so besonders gut aus. Ich glaube, ich baue hier noch schnell Erde hin und dann beende ich diesen Part auch schon. Dann fangen wir im nächsten Part an mit der Höhlenerkundung. Ja, wow, wow, wow. Ich hoffe, die Länge des Parts reicht oder ich hoffe, der ist nicht zu lang, weil ich glaube, ich komme mir vor, dass sie ein bisschen zu lange aufnehmen. Oh. Oh. Aber ein paar Vorräte. Naja. Okay, wir hatten schon sehr viel Holz da. Hätten wir gar nicht sammeln müssen. Aber naja, haben wir halt ein paar Vorräte. Das schadet ja auch nicht. Gut, jetzt muss ich schauen, wo das ganze Zeug ist. Die ganze Erde. Netter Ziegel. Das ist aber ein netter Ziegel. Ein netter Ziegel. Oh Gott. Dem Witz hätte nicht mal Grond aufgetrieben. Netter Ziegel. Ist er nicht nett? So, dann flicke ich nur noch dieses ganze Zeug und dann beende ich diesen Part auch schon. Dann fangen wir im nächsten Part mit der Höhenerkundung 2 an. Ja. Okay. Dann beende ich hier an dieser Stelle. Und dann fangen wir im nächsten Part mit der Höhenerkundung an, was ich gerade vor 5 Sekunden gesagt habe. Also, bis zum nächsten Part. Ne? Ciao, Leute.